Was man nicht alles entdecken kann, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht. Das frühe Sammeln von Erfahrungen im Freien gehört zu den Grundzielen der Sihlmer Naturranger. Das Team Jena beschäftigt sich beim Erleben der Natur in der Region vor allem mit dem Fledermaus- und Orchideenschutz. Schon den Jüngsten wird mit spielerischen Aufgaben und dem direkten Kontakt mit der Natur Wissen vermittelt. Beim Austausch mit den kleinen Nachwuchsrangern wird deutlich, wie unverfälscht und besonders der Blick der Kinder auf ihre Umwelt ist. Mit Kinderaugen Natur erleben ist was ganz Tolles. Unreflektiert, direkt. Und dazu kommt dann noch dieser Artenreichtum, den sich die meisten gar nicht bewusst sind, den wir auf dieser Saale-Ilm-Platte haben. Von Rudelstadt bis nach Camburg, von Jena bis nach Weimar, haben wir wahrscheinlich eins der artenreichsten Gebiete Deutschlands. Und das wirft natürlich das Problem auf, diesen Schatz zu erhalten, zu bewahren. Und das geht im Prinzip nur, indem man schon jetzt an die Zukunft denkt, also an die Kinder. Und die kleinen Naturranger sind mit Begeisterung bei der Sache. Denn nur wer Pflanzen und Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet, kann helfen, ihre Lebensbedingungen zu erhalten. Zum Schutz der Fledermäuse werden beispielsweise in gemeinsamen Projekten artgerechte Fledermauskästen aus unbehandeltem Holz und mit einer bestimmten Form gebaut. Die Kinder lernen, welche Gegebenheiten die 17 Fledermausarten, die in Jena heimisch sind, bevorzugen. Besonders Spaß macht mir, dass man kreativ Informationen aufnehmen kann. Ich möchte ja später Autorin werden. Und wenn man in der Natur ist, sammelt man auch so viel Fantasie auf, dass man dann eigentlich auch schon so ganz viel Geschichten schreiben kann. Und zwar nicht nur auf Papier, sondern auch im Kopf. Wie jeder Verein sind auch die Sihlmer Naturranger auf finanzielle Unterstützung für ihre Vorhaben angewiesen. Ein zuverlässiger Partner sind seit vielen Jahren die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck. So konnten bereits zahlreiche Projekte zum praktischen Natur- und Umweltschutz initiiert und umgesetzt werden. Unter anderem Maßnahmen zum Fledermausschutz, Zugvogelbeobachtungen und heimatkundliche Erlebniscamps für Kinder. Und was gibt es Schöneres, als Kinder schon früh für die Natur zu begeistern?